Ah ja, ich bin Jasmin Silbereisen und ich wollte dich mal erzählen, wie das gegangen ist, wo ich 2008 mit 46 Jahren Schlag gemacht habe. Mir, das ist mein Beruf, damals 11 Jahre, und meine Freunde, wir waren zu Münzen auf einer Kommune. Morgens an der Mass, mittags am Restaurant für zu essen. Und dann sind ich nach meinem Kommunskant mittags an den Tag gegangen mit seinen Eltern, mit den Großeltern. Und wo wir rumkommen sind, haben wir Kaffee gekriegt. Und gegen den Abend habe ich zu meinem Beruf gesagt, wir gehen gleich heimfahren, weil von Münzen bis auf Wasserbüll ist noch ein Stückchen zu fahren. Und Gott sei Dank hat er nicht direkt gefolgt, weil sonst wären wir am Auto gewesen und da wäre es viel mehr kompliziert gewesen. Ich sollte noch schon einen Tass Kaffee trinken und du hast den Kaffee mal schon aus dem Mund rausgelaufen. Mein Schwäger hat gesagt, ich hätte gelallt, das heißt, ich hätte nicht mehr normal geschwätzt. Aber ich weiß nicht mehr davon. Und hat direkt den 112 gerufen, und Gott sei Dank, du kommst direkt in die Ambulanz an den Samuhand run. Und denke, konnte ich mich nicht mehr auf die Beine halten, und ich habe mich schrecklich übergehen, und ich hatte schrecklichste Krämpchen an meinem linken Bein. Nachdem der Doktor da war, hat er zu mir gesagt, wie ich an der Ambulanz war, hat er zu mir gesagt, wir gehen an das Centre Hospitalier du Nord fahren, und da gehe ich direkt an den Scanner kommen. Und als ich im Zimmer gekommen bin, habe ich gedacht, habe ich die ganze Zeit gefragt, wie komme ich an den Scanner? Da haben sie gesagt, das ist schon alles außer nun. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, sie hatten mir so viele Medikamente gespritzt, um mich zu beruhigen. Gott sei Dank hatten sie dann am Hospital du Nord schon so ein Stroke-Unit, das heißt, das ist ein Service, den dafür gemerkt hat, für die Leute mit einem Schlag direkt die richtige Hilfe zukommen zu lassen. Und am Scanner haben sie auch herausgefunden, dass ich ein Loch am Herz hatte, wo kein Mensch etwas davon wusste. Du hast so weit gekommen, dass du ein Thrombus sich gebildet hat und dass den mit das Last gegangen ist und du ein Gefäß an meinem Gehirn zugemacht hat. An der Reha haben sie direkt angefangen mit einer Lies-Therapie, das heißt, dass schon ein Medikament gespritzt wird, für so sehr wie möglich eventuell den Thrombus abzulesen. Und die Woche, wo ich an der Reha war, haben sie ganz viel schon mit mir geschafft, das heißt, ich hatte das ganze Programm Ergo, Kine und auch Orthophonistin mit der Sprache ist Gott sei Dank sehr gut gegangen. Mit den anderen Sachen habe ich relativ viel neu lernen. Wo ich im Stock war, habe ich mich zurückgehen, für schnell wie möglich heimzukommen bei meinem Beruf, für können meinen Stott selber zu machen. Und nur drei Wochen Spital sind ich losgehen. Und du war vom Spital aus schon relativ viel organisiert gegangen, das heißt, die hat mir einen Telealarm gemacht. Und ich hatte den Nova-Bus, den ich fünfmal an der Woche sollte, auf den Kirchspiel springen, für ein Reha-Center zu gehen. Aber auch daheim, ich habe damals an einem Appartementshaus gewohnt, mit einem ohne Lift am ersten Stock. Und wenn ich auf einer Seite gelände, habe ich auf den zwei Seiten nicht gebraucht, weil ich mit meiner linken Hand nicht gut eins gesehen habe. Das habe ich zwar relativ schnell angemerkt gekriegt. Und noch mein Beruf, den hast du mir, dass du auf Wasserbüll an die Schule gegangen bist, da hast du schon einen Knopf gefragt, ob den wir hier all den Tag an die Schule holen und dann muss ich es rumbringen. Ich habe schon lange mit meinem Beruf gewohnt und über den Weekend, als mein Freund kam, sind wir dann zusammen nachkaufen gegangen. Und für Hilfe daheim habe ich auch gebraucht, für mich zu waschen, weil ich mich nicht getraut habe, länger an die Dusche zu klammern, weil ich gedacht habe, ich gehe ausrutschen. Aber das war ein bisschen eine komische Situation, weil das waren alles freie Erbskolleginnen von mir. Du musst ein bisschen überwinden, für das in die Männer aber können zu machen. Mir das aber gut gegangen. Am Reha-Center wurde viel gelehrt, so viel mit mir geschafft, hauptsächlich für den Equilibrium zu behalten. Aber ich mich immer ein bisschen aufgerichtet, ich musste alles mit der linken Seite machen, weil ich schon immer gesagt habe, ich habe schon dafür tun, auch nicht mit der linken Hand mein Schloss, mein Tier abgesperrt. Mir haut wesentlich, dass es wichtig ist, für die linke Seite unbedingt dann zu stimulieren. Am August von dem Jahr habe ich dann auch nach dem Reha-Center eine epileptische Krise gemacht, was anscheinend nicht so selten ist, nur einen Schlag 5 bis 6 Monate noch. Ich war schon früher am Spital und ich bin mit Medikamenten daheim gekommen, die mich relativ viel mitgemacht haben. Und im Dezember ist mein Lach am Herz zu Aachen an der Uniklinik zugemacht gegangen, was auch ein ehemaliges Sache war, was relativ gut gegangen ist. Wo ich dann endlich von meinem Neurolog kriegen Lut kriegte, dafür, dass ich um kein Schaffen gehen und ich alles auf den Spiel gesetzt, für so schnell wie möglich um können Schaffen zu gehen. Mein früherer Patron, den Hölf daheim, der nicht so, dass ich keinen Trick auf den Kopf schaffen kommen als eine Firma. Und darüber war ich auch froh, weil die Kippe mich kannte und ich schon sie kannte.
Das ich hat du und ich müsste fast du hast du gegangen mit den Erbesdoktoren, mit der Kommission mixte für ein intern Reklassement kreieren, weil ich auch akkordiert kriegt und das ich schon darf 10 Stunden die Woche schaffen gehen mit verschiedenen Restriktionen. Ich nicht darf nicht mit dem Transport von Klienten zu dienen, schon keinen Rollstuhl dürfen drücken und schon ein bisschen am Swag geholfen, wenn an der Animation geholfen, wenn schon ein paar kleine Akteinfirmieren können machen, wie Piküren oder Medikamente erdelen. Für auf der Bisch zu kommen, müssen natürlich ein neues Auto kaufen, weil schon müssen Automatik fahren, da das auch alles am Reha-Center kontrolliert gehen, ob ich das noch könnte machen, aber wo ich da den kleinen Loot hätte, war ich froh, wie die Gag, dass ich mich um Konzert selber deplacieren konnte. Und du, schon von 2008 bis von 2008 bis 2019 habe ich bei Hölf daheim geschafft. Obwohl ich dann erst ging, als wir können an Pension zu gehen, habe ich mich rundherum umgeguckt, weil ich mich wollte gerne ein bisschen benevol engagieren. Und da sind schon plötzlich gefallen. Ich bin samstags für dich bei sie an Port du Verte gegangen, ein paar Konferenzen lauschen. Und dann am liebsten sind ich sonntags morgens auf Mundorf gefahren, für Pöttang zu spielen. 2019 habe ich mich dann an der Komitee gemeldet, für ein bisschen intensiv mitzuschaffen. Mit etwa Corona-bedingt ja nicht immer so ganz einfach, wir haben aber relativ viel über Skype geschafft. Ich fand es wichtig für die Leute, die betroffen sind, an die neu betroffen sind, zu helfen, und für denen zu sagen, dass die Lebensführung geht mir ernst, das wie geplant, da muss ich eben neu planen und dafür kann plötzlich einem helfen. Ich habe nicht nur die Chance, dass mein Beruf damals noch so jung war, weil er hat einfach gesagt, man muss funktionieren. Er hat so gesehen nicht viel Rücksicht drauf geholt, aber wir haben viele Sachen gemacht mit den Dingen, mit der Familie, mit den Freunden. Und etwas, was ich bis jetzt nicht gemacht habe, nur wegen dem Schlechter, dass ich nicht mit dem Flieger an die Vakanz gefahren habe. Das ist noch ein Ziel, was ich schon, ich wollte noch gerne mit dem Flieger an die Vakanz fahren. Wir haben aber viel andere Vakanzen mit dem Auto gemacht. Am Moment, wo ich die ganze Zeit über meine ganze Geschichte noch gedacht habe, habe ich mich mal vorgestellt, was hast du ernst das gemacht an deinem Leben, wenn du kein Schlecht gemacht hast, bin ich meinen Pferd wahrscheinlich selbst ausgegangen. Am Moment geht es mir gut, das ist wie gesagt, ich muss mich der muss konzentrieren hier und da, und das geht nicht lange gut. Ich gehe relativ sehr mit, also am Winter gehe ich also meine Muskeln, weil die spastisch sind, relativ viel durchgehält, geht das doch gar nicht gut, und da weiß ich gar nicht, was ich so mit meinem linken Arm mache. So gesehen bin ich ein positiv denkender Mensch, und ich denke mir, ich kann jedenfalls hoffen, für jedenfalls hoffen, den denke ich schlecht möchte, dass so viel Zuversicht und so viel Unterstützung von seiner Familie, von seinen Freunden kriegt, wie ich das gemacht habe. So, und ich vielmals merci. Ich habe noch nie gerne Scrabble gespielt, wenn ich muss zusammen puzzle, wie es sich fühlt. An ihr nur steht Bild, aber ob der Kopf. Ich war noch nie auf Freund, wo Buchstaben so. Moin, ich bin Bianca, ich bin Jasmin's Schwester. Als meine Großschwester hat Jasmin's Hinter immer zu den Leuten gehört, auf die ich erzählen konnte, die für mich da waren und die immer gute Rot hatten, wenn ich sie gebraucht habe. Sein Open und freundliches Wesen haben ihn doch immer einfach gemacht, für ihn durchzugehen. Natürlich, wo der Anruf kam, das hat sie beim Spidolein, hat er den Schlag gemacht, also auch für mich eine Welt zusammengebracht. Ich habe ganz viele Gedanken dann durch den Kopf, wieso, für was, was das geschieht und wie geht es los hier hin. Als Bomi, die hat in den 70er Jahren auch einen Schlag gemacht, von dem sie sich nie mehr ganz erholt hat. Das heißt, sie als pflegebedürftig gehen, sie war bettlägerig und alles dazu hat natürlich auch viel Angst gemacht. Ich hatte die Chance, dass ich Jasmin meines direkt auf die Intensivstation besichtigen konnte. Es war nicht einfach, hat so gesehen, dort zu leihen. Es hat gesehen, seine Längszeit war gelähmt und auch sein Spruch war noch nicht ganz klar. Ich war aber halt froh, es hat mich erkannt und es wusste, sich zu orientieren. Wir haben am Anfang noch eine gute Kuh zusammen gekrascht, aber relativ sehr, so hat man dann, ich schloss mich nicht innerkriegen, auch das packen wir. Wo ich das bisher habe, habe ich gewusst, okay, genau so werde ich doch gehen. Es war aber schwer weh. Es war viel ab und auf. Jasmin musste sein komplett Leben umorganisieren und tut vieles musste neu lehren. Und das war sicher nicht einfach für hat. Hat heute aber mit viel Courage und Disziplin gepackt.
Jasmin hat ja eine spastische Lähmung, das heißt seine Sehnen und seine Muskeln stehen immer in der Spannung, was phaseweise dann noch mit viel Pain verbunden ist. Relativ frei hat sich dann überlegt, was kann ich alternativ machen, für ein bisschen mehr fit zu gehen. Nach Haut geht es zweimal die Woche an die Kine, könnt alle 14 Tage Physiotherapeut bei ihr lernen, für eine Seance Feldenkreis mit ihm zu machen. Er hat ganz viel mit Akupunktur erreicht, wie ihm ganz viel geholfen von zum wenn er die Phasen von so viel Pain hat. Ein Zeitchen hat er ganz viel sein längsten Arm weh, du hattest sogar Cannabis-Spray verschrieben gekriegt, den hat er gar nicht den gewünschten Erfolg gebracht, sodass er darum da mal abgehalten hat. Das einfach immer rum, die Akupunktur und die Bewegung von seinen Gelenken, die ihm helfen, sein Alltag besser zu meistern. Ich meine, es war ihm immer wichtig, für nicht bedauert zu gehen. Wenn er ihm als Mitglied hat wollen helfen, dann hat er sehr gespürt, das war nicht so singes. Es war aber auch ab und zu wichtig, für ihm Hilfe zu fragen. Wir waren natürlich eine selbstständige, autonome Person. Es ist das auch nicht einfach, für das an seinem Alltag umzusetzen und für das dann noch zu lehren. Wir waren also auch nicht immer eins an allem. Zumal es darum gegangen ist, für seine Bengel zu holen, hat er eine Zeit schon relativ Probleme. Zu gehen. Natürlich habe ich gemerkt, dass es unsicher war, zumal wenn man zu schwer war, wo viele Leute waren, dann ist es nicht gut für ihn gekommen, weil es den Equilibrium nicht gut gehalten hat. Für mich war es einfach, ich habe gesagt, hole Bengel, dann hast du eine Sicherheit, da geht alles mir einfach. Aber für ihn war das ein bisschen schwer zu akzeptieren. Er hat gehadert, für die Bengel zu holen, weil für ihn war das echt ein Rückschlag und nicht eine Chance. Haut hält den sind da gut 2 Jahre und das geht aber ganz gut damit. Wenn ihn Haut zurückdenkt und die Zeit und all die Jahre, die noch vergangen sind, da kann ihn sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie es für drauf war. Tut er noch nicht, tut auch nicht viel wert, für immer zurückzugucken, weil alles das bringt ihn noch nicht vor. Vieles hat sich geändert, ja, aber nicht nur zum Negativen, auch vieles zum Positiven. Den Zusammenhalt von der Familie zum Beispiel, das hat uns immer gewiesen, dass das uns geprägt hat und noch weiter geprägt hat. Akzeptanz ist gelehrt, gegen Toleranz und das für uns kann er sogar von Klängen an. Heute so mal oft, alles was ihn nicht umbringt, das möchte ich mich stark und das ist unsere Stadt, was uns immer im Vier und Reif doch. Jasmin ist immer da für mich, wenn ich es brauche. Jasmin ist hat immer rot für mich, also ist quasi alles noch wie früher, eben just mit paar Erschränkungen. Wir sind auf alle Fall ganz viel stolz auf hat, ob das, was hat erreicht oder was hat gelegt hat. Und dafür Chapeau für hat. Und die Luft, die hältst du. Und die Luft, die hältst du.